Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die sechs letzten Mahlzeiten bzw. Henkersmahlzeiten von unterschiedlichen Verbrechern. Ja, heute soll es also um die letzten Mahlzeiten bzw. Henkersmahlzeiten von Verbrechern gehen und wir fangen gleich mal mit einem ganz, ganz großen und dicken Fisch an. Den hatten wir nämlich auch schon auf dem Thumbnail und fast jeder kennt ihn spätestens nach dieser ganz bekannten Netflix-Dokumentation. Da wird nämlich in 10 Teilen diese ganze Person aufselektiert und wir haben ihn heute jetzt hier, Ted Bundy. Ja, hingerichtet wurde er mit 43 Jahren im Staat Florida im Jahre 1989. Verurteilt war er wegen Vergewaltigung, Nekrophilie, Gefängnisausbruch und 28-fachen Mord. Hingerichtet wurde er damals auf dem elektrischen Stuhl. Doch jetzt die wichtige Frage, was wollte er denn zu essen? Was sollte seine letzte Mahlzeit werden? Und er lehnte tatsächlich ein Spezialmenü ab, denn man wird dort immer vorher gefragt, was hättest du gern, was willst du haben? Und er sagte, ne, ich will nichts. Und dann bekam er also dieses traditionelle letzte Mahlzeit-Menü, also das, was es dann gibt, wenn man sich nichts wünscht und wenn man dann einfach irgendwas hinstellt, dann gibt es nämlich ein Steak, medium rare, wir sehen es hier auf dem Foto, ein Ei, over easy, Hash Browns, Toast mit Butter und Konfitüre, Milch und Orangensaft. Das Ganze wirklich sehr schön hier nochmal auf dem Bild zu erkennen, falls ihr euch fragt, wo auch die anderen Bilder herkommen. Die kommen von der Website henryhargreaves.com. Unser Fall Nummer 2 ist Timothy McVaugh. Er war 33 Jahre alt, in Indiana im Jahre 2001 passierte das Ganze. Er war angeklagt wegen 168-fachem Mord, also eine ganze Menge. Und zum Einsatz kam dann damals die Giftspritze. Er wünschte sich Minzeis und Chocolate Chip Ice Cream, also eine schöne große voller Schüssel mit Eiscreme so als letzte Mahlzeit. Wäre mir persönlich ein bisschen zu süß, aber trotzdem, ich kann es verstehen, bestimmt eine ganz leckere Angelegenheit. Dann auf dem Platz Nummer 3 haben wir Victor Figuer. Victor Figuer war damals 28 Jahre alt, das Ganze passierte in Iowa 1963, also ist schon eine ganz große Weile her. Er war angeklagt wegen Entführung und Mord und das Ganze wurde dann ausgeführt als Erhängen, ja, das war dann, diese Hinrichtung war ein Erhängen. Das gab es dann 1963 noch und jetzt kommt nämlich das große Rätsel, das ist nämlich auch ein großes Rätsel in so dieser ganzen Crime-Community, weil man sich fragt, warum hat er sich genau das gewünscht? Er wünschte sich nämlich eine einzelne Olive, die nicht entsteint war und da ist jetzt die große Frage, warum wünscht man sich so etwas, so eine Mini-Mahlzeit und warum muss der Stein noch dabei sein? Was spielt dieser Stein noch für eine Funktion? Da hat man sich mal wieder gefragt, was hat er damit vor? Will er irgendwas mit diesem Stein machen? Man konnte es natürlich nicht mehr herausbekommen, aber trotzdem eine ganz interessante Geschichte 1963. Platz Nummer 4, John Wayne Gacy. John Wayne Gacy war 52 Jahre alt, damals in Illinois 1994 angeklagt wegen Vergewaltigung und 33-fachen Mord. Das Ganze sollte damals dann unter der Giftspritze stattfinden und er wünschte sich, na, ein richtig schönes, breites Menü, damit könnte ich mich auch identifizieren. 12 frittierte Krevetten, ein Kübel Kentucky Fried Chicken nach dem Originalrezept, Pommes frites und 450 Gramm Erdbeeren. Da fragt man sich, warum muss es dann wirklich dieses Kentucky Fried Chicken Originalrezept sein? Ja, er war vor seiner Verurteilung Manager von 3 KFC Restaurants, deswegen war ihm das Ganze bekannt, ja, und erinnerte ihn an die guten alten Zeiten. Platz Nummer 5, Ricky Ray Rector. Er war 42 Jahre alt, das Ganze fand damals in Arkansas 1992 statt. Angeklagt war er wegen zweifachen Mord mit einer Giftspritze. Er wünschte sich ein Steak, Fried Chicken, Cherry Kool-Aid und Pecan Pie. Den Pecan Pie ließ er dann am Ende noch stehen und sagte zum Wärter, so ein bisschen flapsig, behalten Sie es für später. Ja, das war auch eine sehr lustige Angelegenheit, wird auch immer wieder schön gerne rezitiert. Auch hier darf das Ganze natürlich nicht fehlen. Ricky Ray Rector mit seinem Pecan Pie, den er wohl nicht mehr abholen wird. Platz Nummer 6 und damit unser letzter Platz, auch nochmal ganz interessant, Angel Nieves Diaz. Sie war damals 55 Jahre alt, das Ganze passierte in Florida im Jahre 2006. Angeklagt war sie wegen Mord, Entführung und einem bewaffneten Raub. Das Ganze fand dann statt mit einer Giftspritze und sie lehnte ihre Mahlzeit ab.
kam dann das reguläre Gefängnismenü. Das war das, was wir am Anfang auch bei Ted Bundy gesehen haben. Das heißt im Prinzip Steak mit Eiern und Toast, mit Marmelade und Butter. Doch auch dieses lehnte sie ab. Sie wollte wirklich mit nüchternen Magen in die ganze Angelegenheit gehen. Das kann man vielleicht auch auf gewissen Gründen einfach nachvollziehen. Das heißt, sie lehnte alles komplett ab und wollte dann nichts haben. Ja, ich hoffe, euch haben diese 6 ungewöhnlichen letzten Mahlzeiten gefallen. Wir werden auf jeden Fall noch einen zweiten Teil hiervon machen. Wir haben da wirklich schon was vorbereitet. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Vielleicht wünscht ihr euch auch eine spezielle Person, die einfach sehr bekannt ist in dieser Crime- bzw. True-Crime-Szene. Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten abonniert uns, gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir sagen bis zur nächsten Folge und ciao.